So, moinsen. Oh, Sonne. Herrliches Wetter, wir haben Samstag. Kurzes Video-Update mal wieder. Ich finde echt Gefallen an den Dingern. Nein, ihr seht es im Hintergrund, da steht es. Ja. Heute mal im Hellen. Zu dieser Tour kommt natürlich auch noch ein Video, aber könnt ihr mal gucken. Hier unten schön der Schlender von XLC. Die Cube-Hörnchen, die blauen Griffe. Also ich finde, das ist schon jetzt ein schönes Gesamtpaket, was ich hier gemacht habe. So, Update. Gestern... Entschuldigung. Also gestern war ja der Profete-Monteur da, der Kundendienst. Ja, es ist nichts wirklich passiert am Bike. Weil als ich es aus dem Keller rausholte und er das Bike sah, hat er direkt gesagt, oh, TFT-Display. Ich sage, ja, ich sag, ist das ein Problem? Er so, ja, hat er nichts für dabei. Ich hoffe, das gibt den Wind hier. Die GoPro ist ja okay, da habe ich ja den Windschutz. Ja, da meinte er, wartet mal, ich halt mal so. Vielleicht ist das besser. Er hätte nichts für das TFT-Display dabei. Wir sind jetzt so verblieben, ich kriege ein neues TFT-Display. Das darf ich selber montieren. Das alte soll ich denen dann wieder einschicken. Und dann hoffen wir, dass die Sache gut ist. Ich hoffe, das ging jetzt hier wirklich mit dem Wind. Ja, das ist jetzt der Stand der Dinge. Alles weitere mache ich dann im nächsten Hello Pedelec, würde ich sagen. Weil ich habe durchaus diesmal ein bisschen was zu erzählen. Mir sind da noch so ein paar Sachen, jetzt nicht speziell für Profete, aber sonst aufgefallen. Was, ja... auch ein bisschen beängstigend ist zur Zeit, was so auf den Straßen los ist. Naja gut, so, ich fahre jetzt weiter. Ich hoffe, das war okay für euch. So seid ihr auf dem Laufenden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Steigt aufs Bike, macht was draus.